Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich melde mich jetzt nach einer gewissen Zeit zurück. Einige von euch haben es ja mitbekommen, dass ich einen Verlust erlitten habe und dadurch jetzt mir erstmal eine Zeit des Ausruhens gegönnt habe, beziehungsweise des Trauerns. Genau, jetzt ist aber so, dass ich wieder diesen Impuls habe. Ich möchte gerne wieder für euch da sein. Ich weiß zwar nicht, in welchen Abschnitten ich das jetzt schon schaffe, aber ja, wundert euch nicht, wenn es mal jetzt auch einen Tag nichts wiederkommt. Ich bin einfach noch in diesem Bewältigungsprozess sozusagen und Verarbeitungsprozess, genau. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich nochmal bei meiner Community vor allen Dingen ganz, ganz herzlich bedanken für all eure lieben Worte, für eure Anteilnahme. Ihr habt mir so viel Kraft geschenkt und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bei euch bedanken und ja, möchte euch einfach sagen, dass mir das unheimlich gut getan hat. Also diese lieben Worte, die ihr mir zukommen lassen habt und ja. Ich hoffe, ich kann jetzt was Gutes zurückgeben. Wir schauen jetzt auf die Tagesenergie und gucken mal, was so der Tag bringt. Denkt dran, es ist ein allgemeines Reading und kann nicht auf jeden zutreffen. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und das Reading ist zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, kann es eine wichtige Bedeutung für dich haben. So, Tagesenergie. Oh, wir haben den Stern, wow, den Stern, der sagt hier Klarheit, Wunscherfüllung, hier haben wir noch die 10 der Kelche im Unterdeck. Es geht hier wirklich um eine, um einen sehr, sehr schönen Tag, um einen Tag, wo alles im Fluss ist. Die Dinge scheinen sich hier für dich am heutigen Tag gut zu entwickeln, ja. Es geht hier auch um deine Spiritualität, vielleicht bekommst du viele spirituelle Botschaften am heutigen Tag über deine Träume über Zahlen, Buchstaben, Tiere, Musik bekomme ich auch rein. Und wir sehen einfach die komplette emotionale Erfüllung am heutigen Tag. Ja, also etwas kann sich hier für dich zum Guten wenden. Das kriege ich hier auch ganz klar durchgegeben. Etwas, vielleicht auch, was du dir gewünscht hast in Bezug auf Partnerschaft. Wir haben hier ein Pärchen drauf. Ja, vielleicht erlebst du einen wunderschönen Abend am heutigen Tag und ja, bekommst da ganz viel Klarheit und auch ganz viel Gefühl. Ja, also es kann auch sein, dass es hier um ein Treffen geht, was sehr, sehr schön wird. Oder eben einfach, du bist vollkommen zufrieden mit dir und mit dem Tag, wie er so läuft. Ja, das ist schon mal das, was wir hier haben. Achso, schauen wir weiter. Eine sehr, sehr schöne Energie, ihr Lieben. Hier funkelt ein Stern für dich und ich habe auch das Gefühl, du bist geführt am heutigen Tag, ja, und du wirst hier zufrieden sein, ja, irgendwas verändert sich hier zu deiner Zufriedenheit, das bekomme ich hier rein. Okay, ja, irgendwas, was unklar war, ne? Da kommt eine Klarheit rein, du warst vielleicht auch unsicher in einer Angelegenheit, vielleicht macht dir jemand auch eine Liebesoffenbarung oder du findest eine Lösung für deine Situation, für dein Problem oder hier kommt mit Sicherheit jemand auf dich zu, möchte hier in die Kommunikation, ja, und ich habe hier einfach für dich einen wunderschönen Tag, ja, vielleicht ist es sogar so, für die einen oder anderen kann es sein, dass du irgendeinen Schlüssel verloren hattest, den findest du am heutigen Tag wieder. Ja, also auch diese Information bekomme ich rein. Und hier haben wir das Buch. Hier offenbart sich jemand, ja, vielleicht wirklich auch ein Liebesgeständnis, eine Liebesoffenbarung oder eben etwas anderes, wo du sagst, boah, da hingen die Wolken aber richtig dunkel über mir, ja, und da kommt die Sonne wieder raus. Also wir haben wirklich eine schöne Energie, vielleicht auch neue Verträge, die du unterschreibst, wo du unsicher warst, ja, was bringt dir das für die Zukunft? Und ich sehe hier tatsächlich auch eine emotionale Erfüllung liegen, ja. Auch eine Schlüsselübergabe könnte wichtig werden. Vielleicht auch ein Grundbucheintrag kriege ich für den einen oder anderen. Vielleicht kannst du damit was anfangen, ja. Also, das ist richtig schön. Und was mir auch noch reinkommt, es kann sein, dass du irgendwie ein Buch irgendwie dir in die Hände fällt. Oder du bekommst die ganze Zeit eine Botschaft über ein
dass du ein Buch nehmen sollst, was bei dir zu Hause steht. Es kann auch ein Fotoalbum oder so sein. Und du solltest die Seite 10 aufschlagen. Und auf der Seite 10 könnte eine wichtige Botschaft für dich stehen. Ja, das ist auch heute etwas, was ich reinbekomme. So, eine nehmen wir noch für den heutigen Tag. Ja, hier ist die Kommunikation. Hier haben wir das Klee, den Klee meine ich. Ja, eine positive Kommunikation, positive Nachrichten, die du heute erhalten kannst, ja, hat was vielleicht auch mit deiner Zukunft zu tun, auch das könnte möglich sein, vielleicht ist es auch ein Angebot, was du bekommst, beruflich oder eben von deinem Herzensmenschen, ja, hier meldet sich jemand und hier möchte jemand mit dir in den Austausch gehen, ja. Also wunderschön. Auch habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass du ein tiefgehendes Geheimnis erfährst, ja, von dir selbst oder von jemand anderen. Das habe ich auch, aber mit Sicherheit wird es an dem heutigen Tag auch viel Kommunikation geben. Ja, bist du schon am Daten oder so, sehe ich hier viel Kommunikation, die sehr, sehr positiv ist und wo du relativ schnell auch merkst, okay, da steht jemand auf dich, ne? Also da steht jemand auf dich. Genau. Hier kommt auch eine geniale Chance für den einen oder anderen rein, bekomme ich auch rein, mit dem Schlüssel, weil hier so diese drei Dinger, diese drei Zacken sozusagen, die kommen mir heute ganz stark durch. Ja, hier kommt irgendwie eine gute Chance für dich rein, etwas, was dir eine positive Veränderung bringt, ja. Eine Blitzidee kriege ich noch durchgegeben, also das könnte wichtig werden. Okay. Schauen wir mal weiter. Was kriegen wir hier noch? Welches Krafttier ist heute mit am Start? Die Möwe. Orientierung, Gegenwärtigkeit. Ein weißer Engel der Lüfte segelt jetzt in dein Leben. Er ruft zum Aufbruch und zu neuen Abenteuern. Du wirst göttlich geführt. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Hier erwartet dich vielleicht auch wirklich ein neues Abenteuer. Ja, und ich weiß nicht, aber für den einen oder anderen bekommst du hier wirklich auch für dich eine Erkenntnis, eine Klarheit. Du hast vielleicht auch ewig auf eine Lösung gewartet. Diese Lösung kommt rein. Ja, vielleicht hat es ja auch was mit einer Kommunikation zu tun oder du wartest noch auf Nachrichten. Die kommen morgen, ja, am Wochenende 2 Tage. Deswegen, wir haben jetzt Freitag, wo ich es drehe. Tatsächlich ist aber das auch übers Wochenende hinaus, was ich hier reinbekomme, ja, weil ich jetzt morgen gesagt habe. Genau, da könnte wirklich ein Brief im Briefkasten sein, wo du sagst, ja, super, perfekt. Ne? Du bist hier auf jeden Fall göttlich geführt, du bist geschützt, das darf ich dir sagen. Und du bist vor allen Dingen auch am heutigen Tage sicher, ja, und das wirst du auch merken. Okay, Vorsicht bitte, für den einen oder anderen habe ich hier durch hohe Glücksgefühle könnte man sich wirklich aussperren, ja, indem du deinen Schlüssel zu Hause liegen lässt oder sowas, ja, also irgendwie wir haben so ein bisschen vergessen, den Schlüssel zu Hause, sich ausschließen, ja, dass die Gefahr liegt hier mit drin. Wir haben hier die Wunschvorstellung, die Träumerei und die Kindheit. Es kann wirklich ein Wunsch sein, der sich hier erfüllt, der mit deiner Kindheit zu tun hat. Beziehungsweise es kann sein, dass du jetzt genau in diese Richtung gehst. Ja, was du dir als Kind schon gewünscht hast, könnte jetzt, wie gesagt, wahr werden. Ja, ich habe hier auch, wie gesagt, immer wieder so ein bisschen, das ist hier so, vielleicht träumst du oder hast du in der letzten Zeit auch viel geträumt. Hier können Träume wahr werden tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, auch so Tagträumerei könnte dich am heutigen Tage auch noch begleiten, ja, dass du immer so wieder in die Tagträumerei abdriftest. Ja, guck mal, hier ist eine Verbindung, hier ist eine Partnerschaft, hier ist ein gleicher Rhythmus und kein Ende. Es kann sein, dass wirklich sich hier auch jemand wieder meldet, mit dem du eben ein Ende hattest, was aber gar kein Ende ist. Es kann auch sein tatsächlich, dass hier irgendwas, was immer wieder den gleichen Rhythmus eingenommen hat, ja, dass man da jetzt wirklich eine Lösung findet, dass man über die Dinge spricht, ja, oder beziehungsweise geht es hier wirklich darum, dass du dir eine Partnerschaft gewünscht hast, du bist am Daten und da kommt jetzt die Nachricht hier, ich kann mir hier mit dir eine Partnerschaft vorstellen, beziehungsweise erlebst du höchstwahrscheinlich einen extrem romantischen Abend, wie gesagt, kann auch am Wochenende stattfinden, ja, wo ich das Gefühl habe, aber es geht hier um die Partnerschaft, ja.
Ja, hier haben wir noch den Schutz und die Verborgenheit und die Wünsche und die Manifestation. Ja, achte gut auf deine Gedanken. Du hast hier eine gute Gedankenskraft, ja. Und hier wirklich auch etwas, was verborgen war, ja, auch ein verborgener Wunsch vielleicht, der könnte sich jetzt am heutigen Tag erfüllen, ja, weil du hier eben auch geschützt bist. Vielleicht siehst du auch Sternschnuppen, jetzt besonders am Wochenende, ja, oder auch am heutigen Abend. Das wäre hier für dich auch nochmal ein Impuls, dass du hier dir was rausziehen kannst. Auf jeden Fall geht es hier wirklich mit den Zehn der Kelchen um die absolute Zufriedenheit und mit dem Stern sowieso. Etwas kommt wieder in den Fluss, ja. Du merkst auch wieder, dass eine Stagnation herausgeht, ja. Das habe ich hier auch. Okay. Schauen wir noch auf deine Seelenbotschaft. Innere Konflikte. Wolltest du diese Situation schon lange beenden und schaffst es einfach nicht, zerreißt dich das für und wieder. Also es kann sein tatsächlich, dass jemand hier hin und her gerissen war, ja, und jetzt aber zu einer Entscheidung kommt oder auch du findest jetzt deine Lösung, ja, wo du in die Zufriedenheit kommst. Hier ist eine Situation, die schon längere innere Konflikte in dir hervorruft, ja, und diese inneren Konflikte, da habe ich wirklich das Gefühl, dass du hier was entdeckst, wo ich das Gefühl habe, dadurch lösen sich diese inneren Konflikte auch auf, ja. Und tatsächlich, wenn du irgendwas unterschreibst oder wenn du irgendwie eine Entscheidung treffen musst oder so, ja, dann kannst du wirklich dir das Pro und Contra zunutze machen. Das bekomme ich jetzt auch nochmal durchgegeben, ja. Und guck mal, hier haben wir noch, lebe deinen Traum. Vielleicht hast du hier auch wirklich innere Konflikte bezüglich einer Partnerschaft. Vielleicht hast du jemand Neues kennengelernt. Ja, du hast hier innere Konflikte. Die darfst du aber beiseite tun, ja, weil hier offenbart sich dir etwas. Und das ist etwas Positives. Beginne wieder zu träumen und mache deine Träume wahr, ist deine Seelenbotschaft. Ja, das heißt, lass dich von diesen inneren Konflikten nicht ausbremsen, sondern auch hier haben wir wieder die 3 drauf. Ne? Vielleicht ist auch 33 für dich wichtig. Die Zahl 33 und 10, Seite 10 und Seite 33 in einem Buch könnte wichtig sein, ja, vielleicht bekommst du auch einen Brief oder eine Nachricht um die mit der Uhrzeit irgendwas, ne, 13:33 zum Beispiel oder 15:33, aber die 33 ist wichtig, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Okay, und die 3 steht eben auch für die gute Chance, ne, die da auf dich zukommt. Ne, das war noch nicht stimmig. Schauen wir noch auf einen Engel für jeden Tag. Nee, das war jetzt auch hier, irgendwie ist hier gerade ein Problem. Okay. So, eine bitte. Unternehmergeist, ja. Eine selbstständige Tätigkeit ist für deine Disposition und Intention die beste Art der Beschäftigung. Dein eigener Herr zu sein erlaubt dir, deiner Intuition und göttlichen Führung besser folgen zu können. Wir sind deine Kollegen und Teammitglieder, die dir loyal zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in jeder Beziehung erfolgreich bist. Hier erwartet dich irgendwie wirklich eine erfolgreiche Beziehung. Ja, es kann wirklich auch etwas Behördliches sein, etwas Berufliches ist, aber für viele ist es hier wirklich auch die Liebe, ja, weil wir die 10 der Kelche haben. Das ist einfach das Liebespaar hier. Und es kann sein, dass du es mit einem Menschen zu tun hast, bekomme ich entweder, hat er wirklich sehr wenig Haare, er hat sehr lichtes Haar oder er hat eine Glatze. Ja, das bekomme ich heute rein. Einer von euch, wenn er Haare hat, sind es höchstwahrscheinlich dunkle Haare oder du hast dunkle Haare. Dann kommt mir noch rein, hier ist jemand sehr unternehmungslustig, ja, das heißt auch, vielleicht ist hier jemand von euch beiden selbstständig, vielleicht ist es so, dass jemand wirklich so abenteuermäßig unterwegs ist, ne? Gerne neue Abenteuer erlebt und das möchte man jetzt mit dir gemeinsam machen. Auch kann ich nicht ausschließen, dass du hier irgendeine Reise demnächst machst, die wirklich wunderschön wird. Das ist ja auch mit dem Unternehmergeist, ja. Und wir haben hier auch wieder so, der Kopf leuchtet, ne? Und ich habe das Gefühl, dir geht hier irgendwie ein Licht auf, du bekommst Klarheit und du kommst hier mehr in deine Ruhe und Gelassenheit auf jeden Fall. Okay. Schauen wir weiter. Das sind sehr schöne Botschaften. Hier haben wir Löwe. Hier haben wir Jungfrau. Hier haben wir den Wassermann. Hier haben wir Waage. Und den Stier.
Und im Unterdeck habe ich hier den Krebs. Ja, für diese Sternzeichen kann das wirklich wichtig sein. Aber auch wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, kann das dein Reading sein. Ja, vielleicht liegt dein Aszendent hier oder du hast eins dieser Sternzeichen häufig in deiner Chart. Dann kann das hier auch dein Reading sein. Oder du hast es mit so einem Sternzeichen zu tun. Auch das wäre möglich. Auch kann es sein, dass die Sternzeichen überhaupt nicht passen. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, sie können, aber müssen nicht passen. Ne? So. Ich wusste, dass diese Karte kommt. Anfang und Ende. Ja, also es geht hier um das Ende einer Zeit, die vielleicht wirklich unklar für dich war, unklar, wie es weitergeht. Hier kommt Klarheit rein, ja. Und der Anfang ist hier der Neubeginn, neue Abenteuer, neue Unternehmungen, die jetzt auf dich warten, ja. Und ich glaube auch nicht, dass nur der heutige Tag irgendwie eine Rolle spielt, sondern in den nächsten 2 Wochen, kriege ich wirklich durchgegeben, könnte für viele sich das durchziehen, ja. Also diese Energie von vieles los, viel Kommunikation, viel Klarheit, neue Informationen und so weiter und so fort, ja. Okay. Hui, die ist auch geflogen. Also tatsächlich möchte das Universum uns keine Zeit nennen, beziehungsweise geht es hier auch tatsächlich, du spiegelst die Welt spiegelt dich, ja. Das ist ja auch nochmal etwas, versuche wirklich hier, ja, in deine Reinheit, in deine Klarheit zu kommen. Auch das wird dir dann im Außen begegnen, ja. Das heißt, wenn du hier von jemandem klar etwas hören möchtest, dann wäre es vielleicht auch für dich wichtig, wirklich klar und authentisch zu sprechen. Sowas kriege ich hier rein, ja. Es kann auch sein, dass du bemerkst, bei einem Date kriege ich auch rein, dass jemand dich komplett spiegelt und du schon irgendwie, also kennt ihr das, du sitzt irgendwie mit jemandem irgendwo, keine Ahnung, ja, Bar, Bistro, so what, und du kratzt dir an der Nase und der andere macht es nach. Sowas könnte jetzt wirklich passieren, ja, dass du es mit so jemandem zu tun hast. Oder ihr greift gleichzeitig zum Getränk oder sowas, ja. Das kriege ich hier auch ganz stark rein. Kriegen wir denn noch eine Zahl? Der Freitag. Vollende etwas, lass einfach los, genieß die Zeit. Ja, also du sollst genießen. Mit 66 fängt das Leben an. Vielleicht bist du 66er Jahrgang, vielleicht hast du es mit so jemandem zu tun. Vielleicht ist der Monat 6 für dich besonders wichtig. Vielleicht hast du die 66 in deiner Telefonnummer, die letzten 2 Zahlen, ja. Oder in deiner Postleitzahl oder in deinem Kennzeichen könnte wichtig sein. Der Buchstabe F kann wichtig sein für dich. Und im Unterdeck habe ich hier noch die 7, das ist auch das Rad des Schicksals, ja. 67, 76 könnte auch noch eine wichtige Zahl sein, bekomme ich rein. Schauen wir noch auf die Charms. So, ja. Guck mal, hier haben wir den Rettungsring, ne? Also hier kommt eine Rettung rein, hier, ja. Wie gesagt, in einer schwierigen Angelegenheit, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht, scheint sich hier etwas Gutes für dich aufzutun. Ja, und das am heutigen Tag, das merkst du auch, weil irgendeine Nachricht kommt rein. So, wir haben hier das W, wir haben das O, wir haben nochmal das O, wir haben das E und das nochmals E. Also tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass Doppel-O und Doppel-E wichtig sein könnten. Hier haben wir auch Fee, ja, also als, ja, bei mir steht die Fee tatsächlich dafür, dass du hier auf jeden Fall Unterstützung auch vom Universum bekommst, von, ja, Engeln, Feen und so weiter, ja. Das kriege ich hier durch. Hier haben wir das Sweet, hier wird eventuell eine wirklich super süße Nachricht auf dich zukommen, ja, es kann auch sein tatsächlich, dass du, ja, keine Ahnung, irgendwie eine Süßigkeit mit, dass man dir was mitbringt, ja, dass man dir etwas schenkt. Auch beruflich könnte das sein, eine Praline oder so als Dank, weil du irgendwas gemacht hast. Ja, du hast jemandem geholfen vielleicht auch und da kommt etwas. Ansonsten ist es hier wirklich so, ich weiß nicht, das ist so die Süße des Lebens, die du am heutigen Tag einfach genießen kannst. Und dieses Jahr, das ist das, was hier aufgelöst werden soll. Ja, also dieses Verstrickte geht hier raus.
Ich habe hier auch für den einen oder anderen, dass du vielleicht strickst, häkelst oder irgendwie sowas, also nähen, ja, Handarbeit, das könntest du auch immer wieder machen oder dafür, das ist vielleicht ein Hobby, vielleicht machst du da einiges, ja, und das kommt irgendwie gut an, das könnte auch sein, ja, dass du da irgendwas machst und irgendwelche Leute haben Interesse, weil sie es sehen, das kommt mir auch noch rein. Ansonsten kann es einfach ein Hobby sein, wo du nochmal einen Impuls hier hast, ja. Okay, weil wir so viel Liebe haben, ihr Lieben, ziehe ich jetzt noch eine Hardcard. Danach ist mir jetzt noch, für die Liebe besonders. Romantische Liebe, Amors Pfeil hat getroffen. Jo, also da brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ne? Also das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Für einige ist es so, dass hier Amors Pfeil volles Brett zuschlägt, ja? Und hier jemand hin und weg von dir ist oder du auch hin und weg von jemand anderem bist, ja, also es ist sehr, sehr schön. Es ist auch so, dass du, wenn du in einer Beziehung bist, ja, dass du auch einfach am heutigen Tag eine wunderschöne Zeit erleben kannst mit deinem Partner. Hier kann irgendwas Überraschendes reinkommen, hier könnte man dir was Schönes mitbringen oder man sagt dir irgendwas sehr, sehr Süßes, Komplimente, ja, also das ist das, was den Tag so spickt. Genau, ja, ihr Lieben, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch eine Freude machen konnte. Ich versuche euch auf jeden Fall noch ein Wochenend-Reading reinzugeben. Und eventuell gucke ich auch noch, dass wir noch ein Vollmond-Orakel machen. Genau. Ja. Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und vielen, vielen lieben Dank nochmal für all eure Unterstützung in meine Richtung, auch für eure Treue vor allen Dingen, die ihr mir jetzt in den letzten, für mich echt schwersten Tagen zukommen lassen habt. Danke, danke von ganzem Herzen, ihr Lieben. Macht's gut und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.